Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft RLCraft. Es ist noch Nacht, deswegen gehe ich noch nicht raus, weil ich habe noch keinen Plan, wie sich in diesem Spiel die Nächte verhalten. Ich habe mich auch nicht wirklich weiter informiert. Ich glaube, ich habe sogar mehr vergessen, als dass ich noch weiß. Aber ich bin guter Dinge. Und ich glaube, ich brauche ein Messer. Aber für Messer, glaube ich, brauche ich ein anderes Werkzeug. War da nicht dafür irgendwie. Was ist denn das? Ein Pedestal, okay. Berg. Hä? Iron Wolf Armor. XP Tome. Sneak plus right click to store as much XP as possible. Right click to. Okay. Mhm. Ein Protector Arrow. Hä? Toolbelt. Hä? Banner. Da gibt es sehr interessante Sachen, du. Sehr, sehr interessante Sachen. Oh Gott, die ganzen Mods. Spartan Weaponry. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ja. Bücher, Tränke. Und wo sind die Werkzeuge? Da. Also ein Iron Knife könnte ich zum Beispiel machen. Als davor gibt es nur das Flint Knife und dafür bräuchte ich Flint. Das ist ja eklig. Was ist das hier? Eine Madoc. Mhm. Am Madoc. Das könnte sehr interessant sein, so ein Madoc. Man braucht für alles da ein Tricksmesser. Kann es mal Tag werden, bitte? Hallo? Hallo? Werde Tag. Da fliegt schon wieder die gute Fee rum. Weißt du was? Ich buddel mich jetzt hier irgendwo runter. Let's go in the deep. Deep, deep, deep. Weiß nicht, wie gut die Idee ist, aber scheiß drauf. Was ist denn das für ein Geräusch? Da ist der Mond. Mhm. Ha, es ist gleich Tag. Nice. Das ist ja schon mal ein gutes Vorzeichen, wenn schon mal Tag wird. Hm. Warum habe ich eigentlich Ziegel hier? Naja. Ha, der Mond geht unter. Bedeutet, da drüben müsste gleich irgendwo. Löcher in Buddelboden im Boden. Buddeln in. In den Boden Löcher zu buddeln ist nicht unbedingt immer die schlauste Idee. Gottes Willen ist Deutsch schwer. Aber es schaut nicht so aus. Wait, what? Was ist das? Was schwebt da hinter dem Baum rum? Hallo? Es ist groß und eklig. Schaut aus wie eine Riesenfledermaus. Warum muss denn das jetzt vor meiner Hütte spawnen? Ja, du, ich habe auch andere Sachen zu tun, als nicht. Das ist gemein. Vor allem, der ist genau da drüben vom. Ich weiß ja nicht, was ist das? Tschüss. Ach komm, er kommt wieder. Ach, verarsch mich doch. Das ist doch eindeutig ein Drache, aber ein sehr, sehr komischer Drache. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll.
Holy shit. Er ist drüber. Ja, ist doch klar, dass das Vieh von meiner. Wir brauchen Escape-Plan. Ich könnte mir Kohle schnell machen. Guck mal, ich hab. Wenn man davon spricht, ich habe ja welche. Wie hat man die nochmal angezündet? Ich wäre mir relativ sicher, dass das so war. Feuer! Hallo? Okay. Ich muss zugeben, ich habe keinen Plan mehr, wie das geht. Bist du immer noch da? Ich traue der Ruhe gerade nicht. Na okay, no risk, no fun, würde ich sagen. Wenn es so leckt. Heißt das nichts Gutes. So ein String ist super. Okay, kurze Diskussion. Da drüben fliegt irgendwas rum, das sehe ich in der Ferne. Jetzt keine hastigen Bewegungen machen. Guck mal das Fleisch. Ganz viel Horsemeat und irgendwas mit Namen. Er hat aber scheint nicht auf mich abgesehen. Yes. GG. Alter, ich bin gerade so nervös. Mit Glas kann ich mir Flaschen machen, die kann ich verbrennen und glaube ich das aus Wasser machen, ne? Ich nervös? Nein, nie. Warum sollte ich denn nervös sein, wenn mir neben mir ein Drache rumhüpft? Was ist das denn? Ein Seepferdchen im... Wow, mir sind die Berge noch nie... Holy shit! Ah, nein! Ah. Boah! Ich schwöre, wenn ich noch öfter sterbe, dann kriege ich irgendwann einen Anfall und höre mich diesem Scheiß auf. Ah. Ich will zocken und nicht dauernd sterben. Nur weil irgendein fieses Viech neben mir ist. Spawned. Da ist ein Turm. Das kann doch schon wieder nichts Gutes heißen. Aber warte mal, hier ist alles. I want the Birchwood. Aber wer hat's kaputt gemacht? Und warum leckt das Spiel so? Das heißt... Lass mich los! Was soll denn das? Hallo! Das hört nicht auf! Ich muss hier schnell weg. Nicht schon wieder! Du bist ein Arschloch, weißt du das? Na gut, wenn ich schon hier unten bin, dann ganz runter. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Respawn! Ja klar, ich bin dort gelandet, wo es natürlich keinen Baum gibt.
da ist ein Drache. Da ist ein Drache. Weißt du was? Ihr könnt mich alle mal. Ich gehe jetzt dahin. Der da hat doch sicher anderes gerade zu tun. Das sind Kisten, die will ich angucken. Lasst mich die Kisten angucken. Der interessiert sich doch sicher nicht für seine Heimat, oder? Guck mal, wie beschäftigt der ist. Der kümmert sich doch nicht um ein kleines Männchen. Eisen! Manuskripte nehme ich mit. Und eine Hose. Es war eh klar, dass ich irgendwann sterbe. Okay, Hühnchen. Wasser. Gute Bäume, gute Aussicht. Schon mal Pluspunkt. Wo ist der Negativpunkt? Gibt es hier irgendwo in der Nähe einen Riesen? Eine Zauberin? Eine Hexe? Ein Zyklopen? Vielleicht noch ein Drachen? Hätte heute nicht genug von denen schon gesehen. Ich sauer? Nein, ich doch nicht. Ich bleib immer ganz ruhig. Ich raste nie aus. Gib mir einen Drecks. Gib mir einen. Da wird ein Stein da oben hingelegt. Ja, toll. Aber wenn ich das jetzt mache. Ich will meine Steine wieder haben. Geht doch, Freunde. Sticks. Dankeschön. Und dann war das, warte mal, so. Eins hierhin, eins dorthin. Geht zu meine Quasse. Dankeschön. Einsammeln. Also wenn jetzt hier nichts Böses hinkommt, bin ich zufrieden. Dann kann ich mich vorbereiten, kann ich hier meinen gehen. Solange ich das in Ruhe machen kann, bin ich happy. Aber ja, nicht auch einen Drachen vor der Haustür zu haben, wäre vielleicht mal schön. Was ich erfahren habe, was mir gesagt wurde, man kann aus dem hier auch Bett machen. Bedeutet, wir sammeln jetzt ganz viel von dem Zeug ein. Du bist mein und du bist auch mein. Und dann verwandeln wir das. So. Ich glaube, so war das, ne? Zack. Hätte ich das machen müssen für die Werkzeuge? Ich hätte gerne am Anfang mal nur eine Axt. Genau, brauche ich so. 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 Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wo setzen wir denn am besten die Hütte hin? Hier. Direkt am Berg ansetzen. Bedeutet Baum. Das kann jetzt dauern. So ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Baum fällt! Nicht weit. Wolltest du sagen, wo ist mein Holz? Fire Seed. Oh, das ist Seeds. Damit kann ich neue Pflanzen. Geil. Nice. So, okay. Dann brauche ich eine Crafting Bench. Und das war jetzt... Ich hoffe für euch, dass das jetzt nur Soundeffekte waren. Sonst bin ich pissed. Mein Problem ist eher, dass ich immer I drücke. Dann tue ich halt noch mehr platzieren. Ist ja kein Problem hier. So.
So, jetzt haben wir. E und Tasten, ne? Das ist schon wieder hier so eine Hassfreundschaft. So. Setzen wir doch gleich mal hier hin, weil hier würde ich das Haus anfangen. Und dann brauchen wir jetzt noch Stone. Nee, warte. Oder kann ich das rein theoretisch so machen? Geht das? Nope, dafür brauche ich noch mehr Steinchen. Und noch ein paar Steinchen. Drei Steinchen, dann kann ich mir dann selber noch Steinchen machen. Ich muss mir nur Steinchen suchen, dass ich alles habe. I hate this game. Habe ich nicht gesagt, irgendwas muss in der Nähe sein, sonst wäre das viel zu friedvoll. Da ist ein Eisenklotz. Aber 3000 Riesenviecher. Ja, nee, ist klar, nee. Alles gut. Ich reg mich nicht auf. Und es wird jetzt nicht schon dunkel, oder? Lass mir doch mal eine Sekunde Zeit, Mensch. Ich muss doch auch von irgendwas leben. Ich habe wieder einen neuen Stein gefunden. Ich brauche bitte dreimal noch dieselben oder viermal. Zweimal noch. Ja. Und? Ja, so ist fein. Dann kann ich jetzt das selber reproduzieren. Sagst du, wenn ich hier durch bin, dann spiele ich so viel Terraform Minecraft. Und dann seht ihr mal, was richtig cooles Game ist. Oder was ein Mod alleine schaffen kann. Weil es ist ja, wie gesagt, nur von einem Mod-Hersteller. Und von keinem anderen. Also es wurde nur wirklich nur von einem produziert. Das Game. Und es ist einfach so geil, dieser Mod. Oder ist er von einem. Ich glaube, also es ist halt ein Mod. Es ist aber. Ob es jetzt wirklich nur ein Mensch war, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber es ist halt mega cool. Weil du so viel wissen musst, aber du hast halt auch die Ruhe. Du hast jetzt nicht diesen Monsteransturm. Du hast halt das normale Minecraft-Monster, Monster-Menge, aber bei denen kannst du dich eh nicht beschweren. Was das Herausforderndste ist, ist eigentlich, dass du halt voll viel wissen musst. Du musst wissen, wie das Game denkt, damit du genauso arbeiten kannst. So. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Muss mich auf die Nacht vorbereiten. Und dann vielleicht mal herausfinden, wie zum Fuck ich Licht machen kann. Baum fällt! Und es fallen ganz viele Seeds. Bom. Wo bleibt mein Award? Hallo. Dankeschön. Wir hatten noch nicht die Ehre, aber du bist mit dem Weg. Wir bauen jetzt ein bisschen Holz, damit wir uns eine Hütte bauen können. Dann holen wir uns irgendwie Glas, machen ein Fenster vorne in eine schöne Scheibe rein und dann ziehen wir uns in den Berg rein. So ganz, ganz easy machen wir das jetzt. Ich brauche meinen Stock. Ob man später das im Inventar irgendwie umwandeln kann, das Zeug. Ich bräuchte die Lava da drüben, die wäre super. Kann ich rein theoretisch so machen und so? Nee, geht nicht. Also ihr wollt ernsthaft mir jetzt sagen, ich muss das jetzt jedes Mal platzieren, wenn ich... Oh, das könnte anstrengend werden. Das könnte richtig anstrengend werden. Es könnte nicht nur, das wird richtig anstrengend. So. Zack, 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 zack.
sehe noch nicht mal was. Das ist ja noch genialer dazu. Wie soll ich denn so arbeiten, wenn ich nichts sehe? Naja, ich muss jetzt mal schnell einen Ofen bauen. Ja, klar. Und Nessie haben wir auch noch vor der Haustür. Wenn ich diesmal sterbe, ne, dann bin ich für keine Option mehr offen. Bin ich langsam gepisst. So. Das ist kein Ofen. Ich krieg langsam einen Anfall auch mit meiner Maus. Was zum Fick geht da draußen ab? Ich mach mal schnell Licht. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen, obwohl wir so oft gestorben sind. Und wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.